So, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS Wo. Und wie versprochen, werden wir die nächsten vier Folgen ein bisschen mehr, oder zumindest jetzt erstmal mal gucken, die nächsten zwei Folgen wahrscheinlich auf jeden Fall, ein bisschen schneller fahren, ein bisschen rumrasen auf den Autobahnen, solange wir auf den Autobahnen sind. Weil, erstmal haben wir schon lange nicht mehr gemacht und zweitens haben wir immer noch mehr als die Hälfte der Strecke vor uns, oder, nein, geht gar nicht, geht so eigentlich. Ha, ich meine, wir haben noch 1700 Kilometer, also jetzt, ne, wir haben jetzt nicht schon mehr als die Hälfte geschafft, weil man muss bedenken, ein großes Stück davon war auch, wo wir mit den Fähren gefahren sind, wo wir also eine Menge Strecken geskippt haben. Aber dennoch haben wir tatsächlich schon ein großes Stück mehr als die Hälfte geschafft. Vielleicht müssen wir noch gar nicht so rumspeeden. Egal. Ich hab's ja versprochen, also in der Folge speeden wir auf jeden Fall ein bisschen rum. Und dann mal gucken. So. Dann machen wir mal die perfekte Musik an zum Rumspeeden. So viel zum Rumspeeden. Hier schon wieder überall Zoll. Ja, da soll. Ich glaube, so wird mit Rumspeeden gar nichts. So viel Zoll, wie hier überall ist. Oh, war ja. Ah, super. Hätte sich das damit also sowieso schon mal erklärt. So, wenn wir einfach geradeaus weiterfahren. Ist das Auto da gerade durch die Schranke durchgefahren? Das blaue Auto da vorne? Sah gerade so aus, als wenn es einfach durch die Ampel durchgefahren wäre. Gut, hier müssen wir zum Glück nicht stehen bleiben. Ja, hallo? Oh, schade. Ich dachte, gibt es jetzt einen Unfall. Einkommen! Yay! Ich liebe dieses Wort. Also jetzt müssen wir natürlich nur darauf achten, dass wir, wenn wir so schnell rasen, auch einen höheren Spritverbrauch haben. Also dass uns nicht der Sprit hier auf einmal rausgeht. Ich meine, wir haben vor kurzem erst getankt und wir haben auch noch genug Reserve eigentlich, aber das ist halt die Frage, ob wirklich das bis zum Ende reicht. Weil wir haben nur 700 Kilometer Reserve. Thank you.
Ah, schon wieder Maut. Alter, das ist ja hier Maut an Maut, Alter. Das ist ja schlimm, ist das ja. Ey, was denn der hier? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. In der Gegend hier. Lol. Die Bäume sehen zwar alle aus wie ein bisschen Copy-Paste, aber hey. Oh, wir haben nur 50 erreicht. Wuhu. Warte mal, wir gehen ein bisschen runter hier. Durch die Auffahrt da vorne ist es ein bisschen unübersichtlich. Nice, Alter. Zum ersten Mal nur 50 erreicht. Yeah. Und was machst du hier, mein Lieber? Oh, schon wieder Zoll.
Ganz ernsthaft jetzt? Ja, Raulis haben Vorfahrt. Ist ja selbst bekannt. Und dann haben wir wieder 450 erreicht. Ah, vielleicht auch nicht wirklich. Oh, Volvo. Mit einem Scania-LKW vorne dran. Ja, nee, ist klar. So, sollten wir mal langsam gucken, wo wir am besten denn bald schlafen gehen. Ist ja auch schon 18 Uhr fast und B. Ja, sieht ja gut aus. Eine Stunde. Fast noch ein bisschen zu früh. Mal gucken, ob es noch einen günstigeren Platz gibt. Wow. Das sieht sehr interessant aus, den nehmen wir direkt. Fahrt vorsichtig. So, brauchen wir noch 3 Stunden. Wir haben noch. Das passt locker, weil wir fahren ja viel zu schnell. Das heißt, wir brauchen keine 3 Stunden, sondern eher so Richtung 2 Stunden und weniger. Und die haben wir noch locker. Von daher passt doch alles. Habt jetzt? Hm.
Ein Glück ist immer Pannstreifen. Einzige, wo man natürlich aufpassen muss, ist bei Abfahrten oder wenn Tunnel kommt. Weil Tunnel haben sehr selten einen Pannstreifen. Ja, bei Abfahrten kann es halt sein, dass einer nach rechts zieht. Dann hast du Arschkarte. Oder hast du meistens eine Arschkarte. Weil eben auch der Pannstreifen geht ja weiter nach rechts. Das heißt, man kann schon auch noch ausweichenderweise weiter den Pannstreifen folgen und dann kurz bevor die Spur abgeht, dann wieder nach links ziehen. Aber das ist dann schon nur mit erhöhtem Adrenalinwert möglich. Yay, wir sind wieder 150. Wuhu. Geht leider immer nur kurz bergab. Hab gerade Schreck erreicht von maximal 149, aber hey. Dem ist halt so. So, da vorne ist dieses wunderbare Wunderland. Da müssen wir mal gucken, wie wir am Dips drauf fahren. Und wir haben die 3-Stunden-Strecke in anderthalb Stunden geschafft. Wow. So, hier ist die Auffahrt. Dann geht es hier zur Tankstelle und da hinten können wir direkt parken. Das ist doch... Ja, dann nehmen wir doch das direkt. Digga, ist das hier alles ein verschlungener Weg? Man kann hier lang fahren, dann kann man hier rumfahren. Achso, als Wendestelle gleichzeitig. Ah, okay. Na, das ist gar nicht mal so schlecht. Ebenso kannst du von hier eine Wendestelle in die Richtung machen. Und du kannst von hier eine Wendeschleife zurück in die Richtung machen. Also eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nice. So, das heißt, wir müssen erstmal weiter geradeaus. Weil hier sowieso erstmal eine Brücke kommt. Und nach der Brücke kommt dann unsere Ausfahrt. So. Immer geradeaus. Das heißt, wenn wir aufwachen, müsste es dann so knapp wieder Sonnenaufgangszeit sein, ne? Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Kommt der einfach rückwärts? Rumspeed, mach mal ein bisschen mehr Licht an. Schon mit unseren beiden geilen Feuer von reinschreien, reinwerfern. What?
Wo geht der Schrein rein? Einkommen! Was? Veronika, was ist los mit dir? Das ist... Hä? Wie hat Miese gemacht? Ist er beim Level aufgestiegen? Interessant. Oh, schon wieder die Sonne auf. Ganz langsam. Trabi! Wow! Als ob die so schnell fahren können! Digga! Was ist los mit dir? Hat der Nitro getankt oder was? Hier fliegt doch schon alleine die Motorhaube weg bei der Geschwindigkeit. Ist ja auch schon wieder so ein Parkplatz-Wunder. Weltwunder. Oh, da vorne ist wieder ein Mord.
Ich sag ja, eine Folge rumspeeden reicht vollkommen aus. Jetzt sind wir soweit im grünen Bereich. Die restlichen 900 Kilometer schaffen wir in den nächsten drei Folgen locker. Also, easy. Aber hey, wir sind gerade wirklich... Wir haben noch die Folge mit 1700 Kilometern begonnen, ne? Das heißt, wir sind knapp 900 Kilometer in der einen Folge gefahren. Wow. Also schon ganz schön. Kopfansage. Eigentlich glaube ich, wir können hier gleich Pause machen. Wer fährt gegen die Fahrtrichtung? Das war's dann mit der Folge. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge auch wieder nur ein bisschen rumrasen, aber ich glaub mal, eigentlich brauchen wir es gar nicht mehr. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir das noch machen sollten, aber hey, bis dann.